Eva Bulling-Schröter für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kauch, Ihre Antwort zeigt, Sie sind die Getriebenen. Und genau deshalb muss dieser Atomausstieg unumkehrbar werden, nicht so wie im Jahre 2000. Wir brauchen den unumkehrbaren Ausstieg und nicht nach drei Legislaturperioden, sondern wesentlich eher. Ja, der Atomausstieg, das ist das eine, zukunftsfähige Energieversorgung zu organisieren, das andere. Und für die Linke ist ganz klar, die Energiewende muss 100% regenerative Energien zum Ziel haben und sie muss sozial gestaltet werden. Denn wenn ich mir so die Gesetze anschaue, dann droht schon eine gewisse Energiearmut für einkommensschwache Haushalte. Und darum einige Worte zum Energie- und Klimafondsgesetz. Der Fonds soll ja Verlässlichkeit bei der Energiewende garantieren. Da geht es um soziale Absicherung, um regenerative Energien, um den Ausbau. Und ich frage mich, ist das so? Es gibt jetzt nur eine Säule ab 2013 vollständig aus den Versteigerungserlösen beim Emissionshandel. Das heißt also, wenn die CO2-Preise senken, haben wir auch weniger Geld in dem Fonds. Das ist eine Gefahr, auf die möchte ich hinweisen. Alternativ hätte man natürlich die Kernbrennstoffsteuer erhöhen können, aber ich denke mal, die Koalition wollte sich da nicht weiter mit den AKW-Betreibern verscherzen. Schade, wir brauchen hier mehr Geld in diesem Fonds. Wir wissen alle, regenerative Energien, die Energiewende kostet natürlich auch was. So, und was ist jetzt in dem Fonds? Forschung für Elektromobilität. Die Sachverständigen haben uns gesagt, die gehört da nicht hin. Elektromobilität wird die Probleme des Individualverkehrs nicht lösen. Das wissen wir alle. Und wenn die mit Atomkraftstrom betrieben wird, dann sowieso nicht. Aber eines der größten Sünden sind die 500 Millionen Zuschüsse für energieintensive Unternehmen. Sie sind gedacht für den Ausgleich emissionshandelsbedingter Strompreiserhöhungen. Aber das wäre dann der vierte Mechanismus zur Subventionierung der energieintensiven Unternehmen. Und um das klarzustellen, damit Sie uns das nicht wieder vorwerfen, natürlich sind wir für eine angemessene Unterstützung, wenn ein relevanter Teil der Produkte im internationalen Wettbewerb steht. Schließlich gibt es jenseits der EU vielfach keine vergleichbare Umweltgesetzgebung. Doch Firmen werden seit Jahren entlastet. Erstens. Der Spitzenausgleich und andere Nachlässe bei der Stromsteuer bringt den Unternehmen 4,2 Milliarden Euro jährlich. Zweitens. Die Ausgleichsregelung im EEG, und das ist der Hammer, während die Bürgerinnen und Bürger die Umlage der Energiewende finanzieren müssen, wird bei der Industrie Geld damit verdient. Und zwar die strompreissenkenden Effekte an der Börse in Höhe von 0,6 Cent pro Kilowatt durch die erneuerbaren Energien. Das heißt also, es gibt einen Einspeisevorrang und dadurch werden fossiler Strom teurer. Die EEG-Umlage für große energieintensive Unternehmen wird aber auf 0,05 Cent pro Kilowattstunde begrenzt. Das heißt also, das ist eine Gelddruckmaschine und das wird auch von der Bundesregierung zugegeben. Das nennt sich Merit-Order-Effekt. Drittens. Die kostenlose Vergabe der CO2-Zertifikate bei der Industrie beim Emissionshandel ab 2013. Die Lobby hat sich schamlos hier durchgesetzt und hier profitieren deutlich mehr Unternehmen, als tatsächlich international mit energieintensiven Produkten im Wettbewerb stehen. Und viertens, ich habe es schon genannt, die zusätzliche Kompensation von Strompreiserhöhungen für die Industrie von 500 Millionen. Und noch was, die Bundesregierung hat letzten Monat bei der EU-Kommission Zuschüsse von über einer Milliarde angemeldet, haben wir zufällig erfahren. Also wir fragen uns, wer bezuschusst eigentlich die Bürgerinnen und Bürger mit kleinem Einkommen?
sollen die das alles allein tragen? Und auch bei der energetischen Gebäudesanierung gibt es Steuererleichterungen, Förderungen. Ist ja gut, aber vor allem für die Leute, die ohnehin nicht arm sind, die Steuern bezahlen. Also Fazit, das Gesetzespaket hat extrem eine soziale Schieflage. Das halten wir für ungerecht. Wir wollen, dass von der Bevölkerung breit der soziale Umbau akzeptiert wird, der sozialökologische. Und da geht es nicht nur um Ökologie, sondern auch in Verbindung mit Sozialen. Und das muss gewährleistet sein, sonst bekommen wir die Akzeptanz nicht hin, die wir dringend brauchen für 100% regenerative Energie. Das Wort hat nun Bärbel Höhn für